Eigentlich gibt es beim Para-Eishockey keinen Unterschied zum Eishockey der Fußgänger, also der Nichtbehinderten. Es geht darum, den Puck ins gegnerische Tor zu befördern. Nur, dass die Spieler in ihren Schlittschuhen sitzen, wie sie selber sagen. Stefan Deuschel ist einer der Bayern auf dem Eis. Du musst schnell sein, du musst laufen können, das im Schlitten wie im Schlittschuh. Du brauchst eine Hand, du brauchst ein Gefühl für den Schläger, für die Scheibe. Du brauchst eine Übersicht, du brauchst ein bisschen ein Spielverständnis, ein Spielwitz. Und schon bist du mit dabei. Er und Hugo Rädler sind die beiden Bayern, die in Dachau ihre Spikes ins Eis hauen, um schnell voranzukommen. Entscheidend ist dieser Umgriff von den Spikes auf die Schläger. Nochmal in Zeitlupe. Die beiden Bayern spielen in der Spielgemeinschaft Angry Birds mit Berlinern und Dresdnern gegen die Weserstars aus Bremen in Rot. Die Nordlichter können jede Woche trainieren und sind deshalb den Angry Birds deutlich überlegen. Wie beim Eishockey der Fußgänger gibt es hier auch mal eine Keilerei und gleich danach Strafminuten für die Spieler. Zimperlich darf man hier nicht sein. Die beiden Bayern sind zu Gast im alten Dachauer Stadion beim Eishockeyverein Dachau Woodpeckers, der sie unterstützt. Es ist einfach faszinierend. Die Spieler sind sehr dankbar, sind mit voller Begeisterung dabei, sind eigentlich alle berufstätig und engagieren sich auch sehr stark, fahren durch halb Deutschland und nehmen viele Hindernisse in Kauf. Und das wollen die Dachauer unterstützen, indem sie gemeinsam mit der Stadt ein neues, überdachtes und behindertengerechtes Eishockeystadion für rund 13 Millionen Euro bauen wollen. Leider haben die Angry Birds gegen den mehrmaligen deutschen Meister aus Bremen keine Chance. Aber wenn die Trainingsmöglichkeiten endlich mal besser sind, dann wird es klappen, ist sich Hugo Rädler sicher. Eine Eishalle, wo man halt ganz, also sage ich mal, verlässlich von September bis April trainieren kann. Wo es nicht ausfällt, wenn es schneit oder wenn es regnet. Das hat man jetzt diese auch schon ein paar Mal. Und dann denke ich, werden sich da schon Leute melden. Liebe Bayern, liebe Rollstuhlfahrer oder liebe Menschen auch ohne Handicap, wenn ihr die Liebe für den Sport entdeckt habt, kommt zu uns, spielt mit uns. Es macht echt Spaß. Neue Spieler, herzlich willkommen bei diesem coolen Sport.